Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 Part 53 von Mio94. Im letzten Part haben wir so ein paar Mücktanten besiegt. Und ja, ich meinte, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich ja schon die drei Parts. Aber mir ist aufgefallen, huch, ich hatte ja doch erst zwei aufgenommen. Einen aufgenommen davor. So, das machen wir jetzt noch einmal hier. Vielleicht will Moxie auch wieder ein bisschen Geld. Ja, sehr nice, zwei grüne Waffen. Ein Anpassungsskin und eine Assault Rifle. Ich fände es ja echt gut, wenn man die Anpassungsskins, die man schon Dingens hat. Was ist das denn? Slack Resistenz nicht. Elementarwiderstand. Verringert. Nee. Oh. Hier, die. Die hat mir gefallen. Ganz viel Stromschaden. Die nehmen wir doch. Die explodiert auch recht schnell. Ja, auf jeden Fall viel besser als meine jetzige. Was haben wir noch so für Mods? Gut, keine, die mir gefällt. Kein Nair, der mir gefällt, so rum. Aber eine ganze Menge Waffen. Und ja, dann wollen wir jetzt mal weitermachen mit der Hauptstory. Ne, mit der Nebenstory. Und zwar den KI-Kern hier einbauen. Und zum Statue. Warte, und so versucht er uns jetzt zu töten. Boah. Okay, jetzt soll ich das Ding wieder zerstören. Boah, ist das eklig. Oh, bitte da um die Ecke, bitte. Geht doch. Der Krieger ist doch nur ein armer Märchen, oder? Oh. Na jetzt ist natürlich spannend. Wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz. Hier kann man doch bestimmt... Nee, hier kann man keinen... Hier kann man nicht zwischenspeichern, verdammt. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, wenn ich Alt F4 drücke, dann wird das nicht gespeichert. Aber am liebsten... Ich weiß nicht, was... Mein Schild ist ja jetzt so... Krass, wegen diesem Feuerschaden. Aber ist ein Level 9er Schild, na. Bring den Kern zu Marcus oder zu Zed. Warte, vielleicht kann ich mir das Schild hier angucken. Ich bring's erstmal zu Marcus. Oder? Möchte ich... Nee, Waffen habe ich... Welche, die krass genug sind. Vor allem den Raketenwerfer. Wobei, ich guck erstmal, was Marcus sagt. Was er mir da für eine Waffe rausmachen kann. Ansonsten gibt's Alt F4 und dann fertig. Ich hoffe, dann habe ich es nicht komplett verloren. Du willst dieses KI-Dings in der Waffe haben? Na schön. Aber nur dieses eine Mal. Du hast Loader 1340 geholfen, einen neuen Körper zu finden. Möge seine überaus mörderische Programmierung sich in deinen künftigen Kämpfen als Segen erweisen. Ja, okay, weil er ja sowieso töten will, denke ich mal, dass eine Waffe eh besser ist. Machen wir ihn erstmal zu einer Waffe. Ja, scheiße. Maxi hat in letzter Zeit nicht von mir gesprochen, oder? Ha, vermutlich nicht. Ja, die Shotgun finde ich scheiße. Was, wenn ich jetzt auf Prüfen drücke? Kann ich trotzdem nicht ablehnen, ne? Okay, dann drücken wir mal Alt F4, bis gleich. So, weiter geht's. Außerdem habe ich vergessen, die Uhr zu stoppen, deswegen, sobald ich bei Zed bin, werde ich Dingsy die Uhr starten. So, weiter. Dann hoffe ich mal, dass er das jetzt nicht direkt angenommen hat. Ansonsten ist Kacke. Ja. Ja, toll, jetzt muss ich erst das machen.
Gut, dann wollte ich den Mist echt nochmal anhören. Warte, wie sieht's hier aus mit dem Backpack? Da haben wir noch die alten ausgerüstet, okay. So, dann holen wir uns jetzt einfach ein Schild. Interessant, ich spüre die Wärme des Lautsprechers. Den Takt, den Rhythmus, es fühlt sich schön an. Stirb, 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 stirb. Okay, und jetzt wird's laut. Ich hoffe, ich kriege damit keine Kontenprobleme, bla 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 bla. Ich muss weiterreden, damit es keine Probleme gibt. Ja, reden, reden. So, das hier geben wir wieder ab. Jetzt haben wir jetzt eine andere Waffe bekommen von dem. Okay, dann holen wir uns jetzt einfach das Schild. Denn, ja, wie gesagt, unsere Waffen sind OP genug. Da haben wir uns erst letztens ein paar geholt aus den Kisten und alles. Und ich wurde gefragt, wie ich so viele goldene Schlüssel bekomme. Twitter! Wo ist er? Da ist er. Ich soll für dich ein Schild basteln aus dem Ding? Ganz wie du meinst, Kumpel. Du hast Lauda 1340 geholfen, einen neuen Körper zu finden, mit seiner überaus malerische Programmierung, sich deinen künftigen Kämpfen, bla bla bla. Ja. Wenn du sie nicht besiegen kannst, mach gemeinsame Sachen mit ihm. Ihnen. Chance, feindliche Kugeln zu absorbieren. Und absorbiert Munition mit deinem, wird deinem Rucksack hinzugefügt. Und jede vierte Kugel wird falls absorbiert. Und, das Schild ist gut. Dreimal so groß wie das jetzige. Aber trotzdem, das alte behalten wir mal, falls das hier doch nicht so gut ist. Hier ist es. Na. Die ich toten Piraten abnehme, gehören mir. Dann packen wir das mal kurz in den Safe. Und dann haben wir nur noch die Hauptstory, ne? Jop. Dann treffen wir uns dann halt mal mit Tina. Nachdem wir den Schild verkauft haben. So, das wollte ich behalten, das wollte ich auch behalten, das wollte ich behalten. Das kommt weg, weg. Was habe ich da gerade verkauft? Achso, nur noch so ein Ding. Okay. Weg. Ja, packe ich einfach weg. Weg, 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 weg. Warte, was? Nein, nein, will ich nicht. Scheiße. Okay, passt. Weg, weg. Und das kommt nach oben. Na? Lager das Kackdingen ein. Geht doch. So. Weiter. Warte, wie sieht's jetzt aus mit dem Skill-Dingsy? Nee, das war hier unten mit dem Listenreich. Ja, aber die Raketen gefallen mir viel mehr. Naja, müssen wir mal gucken, was wir dann später nehmen. Ich meine, wir werden noch genug Mods finden. Aber wird schon. So, auf nach Tundra Express, mal wieder. Wo wir letzte Folge sogar Mordecai gefunden haben. Mein Lieblingscharakter aus Borderlands 1, weil der einfach so ein OP Bloodwing hat. Du gehst damit in PvP und alle Leute hassen dich. Denn er ist so OP. So, wenn die sich jetzt verpuppen, kann ich denen dann trotzdem noch eine Injektion geben? So, verpuppt dich mal. Einer verpuppt sich bitte. Verpuppt euch, verpuppt euch, verpuppt euch. Düdüdüdü. Verpuppt euch. Hallo. Kack ab. Verpuppt dich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sag mal. Kann sein, dass sie sich jetzt gar nicht mehr verpuppen.
Kriege ich für die jetzt überhaupt XP, wenn die so zerplatzen? Adios. Ja, er verpufft sich endlich. Kann ich denen jetzt was geben? Nein. Aber ich kann warten, bis die ausgewachsen sind und dann bekomme ich ganze 133 Erfahrungen. Na toll, das ist mal ein kleiner Unterschied zu 2000. Und Kollege, du da oben, ne? Da ist er. Penner. Übrigens, wenn ihr mal darauf achtet, Kugeln prallen ab. Wollte ich nur noch mal anmerken, was ich sehr geil finde. Ehrlich gesagt. So, da drin scheinen noch ein paar Gegner zu sein. Ja, was gibt's denn hier? Anscheinend nicht viel für mich gerade. Gut, dann wollen wir mal zu Dings hier. Naja, das bringt mir auch nichts. Ich brauche ein Auto. Also brauchen nicht, aber ich hätte gerne eins. Einfach um hier schneller durchzukommen. Geschütz steht! Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Ich will das Ding hochjagen. Hallo? Fuck! Ja klar, dann geht's hoch. So, keine plötzlichen Bewegungen, meinst du? Wollen wir mal gucken, was hier drüben ist? Oh, wer bist du denn? Ein Schocknomade. Ja, süß. Eine Trophäe für meine Wand. Ach, das hier ist eine Schockwaffe. Stimmt, ich habe die ausgewechselt. Das ist ja... Boah, wir haben echt viel zu viele Schockwaffen. Dann probieren wir die hier mal aus. Ja, sicher. Mit Feuerstoß auch noch. So ein Kackding. Ach, sogar mein Schild redet jetzt. Manchmal. So, das geht doch schon mal viel schneller. Ja, warte. So. Ich mag das Schild irgendwie. Das redet mit mir. So, das ging doch schon mal ein bisschen ab. Und hier ist ein bisschen Loot rumgeflogen. Na toll, nur Geld. So ein blödes Kack-Dingzi. So, weiter. Oder gibt es hier noch eine Waffenkiste? Ich gehe mal stark davon aus. Oh, komm, sag mir, ich habe irgendwas Tolles gefunden. Wehe, wenn nicht, dann hasse ich dich. Verdammt. Aber da ist eine Waffenkiste, wie ich schon sagte. So, 200-300er Waffen, das ist doch schon mal ganz gut. Da liegt eine ganze Menge Loot, das hat sich geräumt, ich sollte Rapper werden. So, das gibt's nicht nachzuladen, hier auch nicht, hier aber. Auch wenn ich die Waffe eh gleich wieder auswechsle. Und zwar jetzt. So. Und weiter geht's. So macht man das. Achso, da hat er wieder jemand neuen gefunden. Hier rein? Du verpasst den ganzen Spaß. Was ist sie denn für eine? Oh
Rund um die Starktus-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Alter! Macht der Bandit. Süß.